Noch nach der Jahrtausendwende bestimmen 140er auf den Hauptmagistralen das Bild. So sind die Rheinstrecken ein regelmäßiges Betätigungsfeld. Heute hat eine 140 hier im Rheintal Seltenheitswert. Mit 879 Exemplaren ist die E40 die meistgebaute E-Lok der DB überhaupt. Das letzte Baulos hatte bereits ab Werk die Ausrüstung für Wendezugbetrieb und Mehrfachtraktion. Eine Zeit lang war praktisch jeder Zug am Rhein mit einer 140 bespannt. Im Blockabstand rollten sie an einem vorbei. Auch die Strecke am Main entlang zwischen Würzburg und Gemünden hatten die 140er fest im Griff. Und nicht zu vergessen ist die Moselbahn mit dem täglichen Kohlependel.